Hallöchen und herzlich willkommen zum sechsten Video von Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Ja, im letzten Part haben wir hier den Arenaleiter Rocco besiegt und unseren ersten Orden geholt. Und ja, das heißt für uns, wir gehen zuerst ins Pokémon Center. Es ist zwar nur Knofensa angeschlagen, aber... ja, ist mir halt zu teuer, jetzt einfach einen Trank für ihn zu benutzen. Darum gehen wir zu Schwester Joy. Und, heilen Sie kurz die Kollegen. So. Bitte beehre uns bald wieder. Alles klar, so. Ich möchte hier noch kurz in den Markt gehen, bevor es zurück auf die Route geht. Und zwar möchte ich mal gucken, was der Kollege hier so im Angebot hat. Superbälle. Ich nehme aber mal 5, man weiß halt nie, wenn man sie brauchen kann. Kann immer mal was Seltenes kommen. Fluchtseil. Nehmen wir mal 2, weil jetzt kommen wir ja dann in eine Höhle, in die erste, wenn ich mich richtig an Pokémon erinnere. Und da könnten wir das vielleicht noch brauchen, einen Schutz. Wobei, den Schutz braucht es ja eigentlich nicht mehr, weil wir sehen ja die Pokémon und früher war ja das Problem eher, dass man die Pokémon wusste ja nie, wann ein wilder Kampf entstand, ne? Jetzt sieht man das. Da braucht es eigentlich gar nicht mehr. Ich kaufe auch einfach mal noch ein paar Pokebälle. Machen wir mal 6. Dann habe ich 30. Ja, so. Tränke brauche ich wahrscheinlich nicht. Meine Pokémon sind eh schon zu stark für den Moment. Ah, verkaufen könnte ich noch. Und zwar die Riesenperle. 4000! Ja, verkaufen. Bäm. So, was wollen, können wir noch verkaufen? Vielleicht ein Lockparfüm? Nee. Ich bin glücklich. Puh, das hat ordentlich Kohle gegeben, diese Perle. Hat sich gelohnt, auf dieses Phlegmon 30 Sekunden aufzupassen. So. Ich will jetzt auch einfach noch ein bisschen die Stadt angucken. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was man machen kann. Ach, mal in die Häuser reinlaufen. Das kann man ja hier. Schade, kann man in den Chatten nicht kämpfen. Ja. Gibt es hier nicht noch in der Nähe das Haus des Zerschneiders oder so? Oder irgend so ein Haus? Ah, da kommst du mit dem Zerschneider durch. Irgendwo kann man doch den Zerschneider lernen. Ich weiß nicht mehr wo, ich will aber auch nicht wissen wo. Ich will ihn einfach finden. Ohne Lösung oder irgendwas. Ja, was haben wir hier denn noch Schönes? Schon wieder der vom Supermarkt. Es steht hier, die steingraue Stadt. Blablabla, weißt du, was ich mache? Nö. Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von meinen Blumen fernzuhalten. Gratulation. So, hier können wir nichts mehr machen, das heißt, es geht ab auf die Route. Ah, das haben wir ja schon gelesen im letzten Part. Kämpfen können wir gegen den nicht, oder was? Das ist ja der Felsorden, du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Je mehr Orden du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist so ein Pokémon-Supermarkt. Was du nicht sagst. Ja. So, Route 3. Was ist denn das? Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainercoaches. Ah, das ist auch neu. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten.
Mach mal langsam. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Möchtest du gegen mich antreten? Jawohl. Oh shit, ich habe immer noch Knofensa ganz vorne im Team. Scheiße. Er hat nur einen Pokémon. Bisasam. Oh. Knofensa gegen Bisasam. Okay. Level 11. Not bad. Ich mach mal die Säure. Hey. Mach gut Damage. Machen wir einen Rankenhieb. Es nützt zwar nicht viel, aber... Ja. Was willst du machen? Oh, das nützt gar nichts. Dann machen wir weiterhin Säure. Ja, wahrscheinlich wird mein Knofensa das nicht überleben. Ich muss kurz... wechseln. So, setzen wir das erste Mal Mew ein, würde ich sagen. Ist Psycho nicht auch stark gegen Pflanzen-Pokémon? Bin mir nicht mehr sicher. Lol. Oh, du kannst nur Pfund und Sternschauer. Okay. Aber es nützt. Oh, jetzt kommt er mit Rankenhieb. Zwei Attacken, der hat mir 9 Damage gemacht. So, mit dem Pfund sollte es eigentlich gemacht sein. So. Das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Safcon erreicht Level 10. So, du hast dich gut geschlagen. So, geht dir doch ordentlich Kohle. Oh, Safcon. Safcon, Safcon, es ist soweit. Jetzt kriegen wir endlich Smetbo. Nice. Dein Safcon wurde zu einem Smetbo. So. Da die hochgiftige Staubschicht auf seinen Flügeln wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen umherfliegen. 32 Kilogramm ist das Ding groß. Schwer. Vor allem groß. So. Smetbo lernt Windstoß. Saubere Sache, der... Saubere Sache, alle Achtung, du hast problemlos einen Trainercoach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Ein Beleber, ja, den hätte ich brauchen können für Knofensa. Na gut, Beleber kannst du einsetzen, wenn eins seiner Pokémon besiegt wurde. Ein Trank hilft da nicht, aber ein Beleber machst du es wieder fit. Gut. Ja, ich möchte jetzt eigentlich Evoli wieder gerne hier auf A1 haben. Ach, Knofensa. Ich glaube, du brauchst einen Trank, Knofensa. Ich habe ja 12 Stück. Und ich könnte jetzt einfach kurz zurücklaufen in die Stadt. Aber... Ja, das macht ja nichts. Evoli erledigt den Rest schon. Haben wir hier oben? Ah, hier haben wir noch einen. Komm. Let's go. Jetzt kämpfen wir einfach ein bisschen. Was hältst du von meinen Shorts? Guck sie dir ruhig an. Sensationell. Ein Habitak. Nice. Das haben wir noch nicht gesehen bisher. Level 6. Oh, come on. Doppelkick. Wahrscheinlich brauchst du nicht mal einen doppelten Kick. Na doch. So, schon fertig oder was?
Pikachu erreicht Level 10. Ja, der hat auch nur ein Pokémon. Und drei Pokébälle. Saubere Sache. So, dann da unten war noch eine Göre. Kämpf mit mir. Was starrst du mich so an? Du stehst ja einfach so da. Was will ich denn machen? Liebe Lena. Was hast denn du? Ein Mirapler. Da bringt mir ein Doppelkick rein gar nichts. Gut, es wird wahrscheinlich trotzdem reichen. Ich mach's jetzt aber mal, um zu gucken, ob's reicht. Ein Volltreffer sogar. Ja, es wird nicht reichen. Aber fast. Absorber. Ja, diese 3 HP werden dir wahrscheinlich nicht groß weiterhelfen. Dann machen wir einen Ruckzuck-Keep. So. Knovensa erreicht Level 13. Ich habe keine Lust mehr. Okay. Dann geh nach Hause. Ganz einfach. So, was haben wir hier unten? Das ist ein Pokéball. Und hier ist noch einer. Du findest 3 Pokébälle. Schön. Jetzt können wir da nach oben gehen. Noch einholen. Komm. Du findest einen Trank. So, und jetzt müssen wir nochmal laufen. Oh. Ja, eigentlich will ich schon kämpfen, ne? Eigentlich will ich schon kämpfen. Es gibt ja Erfahrungspunkte. Also wir müssen kämpfen, sonst kommen wir nicht weiter im Spiel. Die ganze Zeit nur Pokémon fangen ist auch nicht so geil. Ein männliches Nidoran. Da sollte ein Doppelkick reichen. Ja, es... Nee, das ist nicht... Oh, Nidoran ist ja ein Kampf-Pokémon. Oder? Schnabel. The fuck. Dann machen wir halt einen Ruckzuck-Keeper und dann ist fertig. So. Und gewonnen. Du hältst 2 Superbälle. Nice. Sehr nice. Okay, Radfratz. Ist da... Ich habe einen Mirapler... ein Habitak. Habitak habe ich noch nicht. Das heißt, das wird gefangen. Es klang wie Mirapler. Level 4, Jesus. Habitak wurde gefangen. Gut, 40 Erfahrungspunkte und eine Sananabeere. Mew Level 13, Taubsi auch bald Level 13. Komm, lern mal was Neues. So, was steht denn Schönes? In großen Höhen fällt ihm das Fliegen schwer. Allerdings kann es pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Schön. Dann kämpfen wir noch gegen dieses Mädchen hier. Und dann ist, Hast du mich etwa gerade geschubst? Immer bist du behindert? Nee. Nach diesem Kampf ist Taubsi dann auch Level 13. Das sollte sich dann eigentlich auch bald mal in Tauboga entwickeln. Ach, schon wieder Nidoran. Ich will auch eins. Gucken wir mal auf die Karte. Ich muss ja jedes Mal die CD-Hülle nehmen. Auf die Karte gucken will. Oh, es ist noch nicht mal fertig. So, wo sind wir? Wo sind wir?
So. Pummeluff findet man hier. Und da ist ein Aerodactyl auf der Karte. Warum denn das? Kannst mir nicht sagen, dass ich ein Aerodactyl finden kann. Also hier auf der Karte ist ein Pummeluff angezeigt und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es sieht aus wie ein Affe. Der boxende Dingens. Togepi findet man dann in der nächsten Höhle. Und was ist das noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Da sind wir ein bisschen. Ja, ich wollte dem Habitak ausweichen. Und was mache ich? Ich laufe ins Ratzfatz rein. Dich will ich nicht. Oh, ein Pokéball. Du findest ein Lockparfüm. Gut. Was ich jetzt noch gucken will, dann beende ich den Part. Ja, Knofenser dürfte sich ja auch bald mal entwickeln, oder? Das hat doch auch drei Entwicklungen, oder? Oder täusche ich mich gerade? Es könnte sein, dass ich mich auch täusche. Jetzt mal gucken, ob ich zum Beispiel dieses Raupi an den Professor schicken. Und was gibt das? Oder was bringt mir das? Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Hornleo. Ich kann 30 Pokémon auf einmal verschicken. Also ich will eigentlich von jedem einfach mal eins behalten. Level 5, Level 5. Schicken wir das Weibliche weg. Hier die Taubsis. Safcon, Kokuna. Noch ein Hornliu. Noch ein Hornliu. Oh. Nee, Habitak nicht. Rattfratz, Knofensa. So, die können eigentlich 13 Pokémon verschicken. Ich meine, ich weiß nicht, was ich mit denen in meiner Pokémon-Box soll. Die ausgewählten Pokémon werden verschickt. Bist du damit einverstanden? Jupp. Okay. Du hast eine Nachricht von Professor Eichhalten. Vielen Dank für diesen Transfer. Das bringt meine Forschung sicherlich voran. Zum Dank erhältst du von mir eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Sie wird sie stärker machen. Zweimal Stärkebonbon, zweimal Robustbonbon, achtmal Flottbonbon, einmal Energiebonbon. Du hast mir bisher 13 Pokémon geschickt. Weiter so. Gut. Dann war's das für heute. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.